Hallo in die Runde und erneut geht es gegen Black Sun mit Rosulla plus 20. Irgendwie finde ich ihn als einzigen, der Rosulla nutzt. Aber zweite Runde, mal gucken, ob es diesmal anders läuft für mich. Das sieht nicht gut aus. Ich kann ein paar gute Combos und Matches machen. Das Problem ist, dass es dann unter Bera liegt und unter Bera möchte ich eigentlich nichts auslösen. Eigentlich, ne? So viel dazu. Oh, das sieht nicht gut aus. Das Drecksbiest ist halt echt schnell geladen. Ich könnte's. Boah, der wird ganz schnell vorbei sein. Oder auch nicht. Da hat Francine genau das mal gemacht, was sie machen sollte. Grün wird auslösen, das wollen wir nicht. Das sieht eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Bis auf die Tatsache, dass ich verloren habe. Mal gucken, was da noch an Kombos nachkommt. Nichts. Gut. Ja, vorbei. Das reicht nicht. Ja, ich kann nicht mal fliehen. Gut. Versuch Nummer 2. Also ich ändere hier auch nichts ab, ne, am Team. Also entweder passen die Steine oder es passt nicht. Das sehe ich nicht ein, was genau darauf abzustimmen. Brussula war es auf jeden Fall gerade nicht. Weder gewonnen noch verloren wegen ihr. Das war schön, dass da nochmal drei Grüne rein sind. Da sieht man mal, wie fragil sie ist, ne? Mit 20 Emblemen, gut, ich spiele dreimal grün, okay. Da können die Steine schon ein bisschen was, aber das ist heftig. Okay, grün weggespielt, finde ich gut. Das sieht doch deutlich besser aus. Gucken, ob die drei Steine für Frick ausreichen. Ja, sehr gut. Odin löst aus, das wollen wir nicht. Die anderen lösen. Grabi löst aus, dann können wir auch Gelb komplett wegschmeißen. Rund 150 Schaden von Odin kann ich wirklich mit leben. Ich brauche den Kill, deswegen habe ich das jetzt beendet. Das hat sonst keinen Sinn. Also Black Sun ist der einzige, den ich immer finde, der Rosulla verwendet. In diesem Sinn, danke fürs Zuschauen. Tschüss.